Let's go, let's go, let's go, let's go. Our chess back in business. Game starts. Yo, okay. Ich sehe die Schamanskis, ich sehe Second Chance, ich sehe Humans. So, natürlich, ihr kennt das Ganze, es ist immer wieder dasselbe und es funktioniert nie. Irgendwann muss es klappen, ja? Und warum nicht jetzt? Warum haben wir nicht jetzt die perfekte Runde? Mann, dieses Schachbrett ist einfach so geil, ich will es gerne haben. Gib. Gib, 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 gib. Ich hätte gern ein richtig cooles Schachbrett, er ist traurig. Okay, okay. Also, wir kriegen das hin. I believe, ja. Also, das wird eine sicke Runde mit Second Chance. Spätestens Runde 20. So, easy. Der Weg dahin, vielleicht Tango-Schmango, ja? Tango-Schmango und Humans. Schmumens. Hm? Und dann haben wir da 20 Bücher. Was übertrieben ist, weil da müssen wir jetzt schon anfangen. Wir haben einige Bücher, einige Tangos. Und dann kämpfen wir uns von unten auch wieder nach oben. Easy. Und dann dominieren wir mit Level 13. That's it. That's a call. This day belongs to X. This day belongs to X. Juggernaut stands ready. Na, sieh einer an. Behold the scourge of Icewrack. Hier sieht er dann aus, als wenn ich jetzt irgendwie stark werde, wa? In den ersten paar Runden, kann er sein? Enchanted, I'm sure. The victory is great honor. Okay, little Oculi. Ah. Eyes up and shields front. Mann, ich wollte wirklich so eine Runde machen, ne? Aber das sieht jetzt gerade so aus, als wenn ich das nicht tue. No grave for you. Wer hat denn hier... Hat er gerade Mana verloren? Durch Attacks? Oder sah das nur so aus? Jetzt verliere ich tatsächlich. Okay. Interesting. Interesting. Ja, okay. Also. Was soll ich denn da machen, wa? Machen wir das, was augenscheinlich eher ein bisschen mehr ist. Weil es halt langweilig ist. Also ich finde die Strat halt öde. Aber es ist eine Strat, die natürlich extremes Potenzial hat, vor allem für Late Game. Es sind keine Warrior im Late Game da. Yikes. Ah, okay. Aber trotzdem. 9 Warrior sind einfach super strong. Eben sogar schon so 10 Stück, ne? Na gut, dann spielen wir halt Warrior. Was willst du tun, wa? Ah komm, dann pre-leveln wir einfach mal und gucken, was so passiert. Dann sind wir die letzten Matches, die hier, die habe ich so casual nebenbei gespielt, weil ich eigentlich in die Bishop-Lobbys wieder wollte, aber das ging gestern sowas von schief. Teilweise war das echt nervig, weil die Runden teilweise echt gut waren. Aber andere Leute hatten bessere Runden. Hier konnte ich dann ein bisschen aufsteigen, eben gerade hatte ich schon aufgenommen, die Runde war aber irgendwie
nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, war irgendwie keine gute Stimmung in der Runde. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, die hochzuladen. Da sieht man halt mal, ich produziere echt viel vor für den Dezember und ich mache eine Menge Auto-Chess-Folgen. Und ich glaube, ich wäre schon lange durch, wenn jede Folge kommen würde, die ich aufnehmen würde oder die ich starten würde. Aber ich habe bestimmt schon 10 Runden oder so halt, die ich halt, mit denen ich unzufrieden war. Und die halt nicht kommen. Super ärgerlich. Okay, da haben wir unser Level up, was ich wollte. Axe Level 2. Gut, das ist okay. Drunk Spellcaster. Aha. Zwei Shadow Fiends. Und ein Furion Level 2, den können wir aber besiegen. Hier haben wir die Priests. Ah, ich wollte gerade sagen, aber die kicken nicht. Die kicken aber immer noch nicht. Er muss immer noch einen runterstellen. Ja, okay. Er spielt oben fort. Das bedeutet, der Boy möchte gerne Second Chance bekommen. Höchstwahrscheinlich. Keiner mit Humans. Nee, keiner mit Humans und keiner mit Second Chance sonst. Okay. Nee, nice. Kein Winning Streak für ihn. Wäre eigentlich schon ganz nice, das Ding zu rollen. Er hat einen Tinker bekommen. I feel you, Bro. Ich kenn's. Ab Runde 10, also beziehungsweise Runde 11, sollten wir eigentlich sogar leveln, damit ich Sex Warrior spielen kann. Falls ich bis dahin noch eine Winning Streak habe. Ah, gegen die Knights. Keine Level 2, oder? Doch, die Luna. Der Damage. Aber Chrysalis auf dem Level 1er Chaos Knight. Ja, das haben wir. Gut. Guto Joppo. Okay. In green, I go. Der Schatten hier irritiert mich total. Oh, warte mal, Shrink. Ha. Is Shrink the way to go? Ich meine, ich habe jetzt aufgelevelt. Wir sind weiter jetzt weg von dem... Warte mal, was könnte ich denn rollen? Zwei Kisten wäre nice. Elite-Rückkehr wäre nice. Monopoly wäre bad. Family Discount wäre, naja, nicht so gut. Second Chance wäre terrible. Mango Tree wäre nicht so gut. Egg wäre ganz gut. Viking Egg. Ich habe günstige Pieces. Das macht das halt leider nicht so gut. Aber okay.
Ja, nee, es ist okay. Es hätte schlechter kommen können mit Second Chance oder dann vielleicht sogar Shrink. Ein paar Echsen unterwegs. Vier Stück. Das schon nicht ohne. Was hat er in seinem Eck? Ein Chen. Oh, strong. Eigentlich will ich die Winning Streak aufrechterhalten, ne? Sollte ich rollen? Ich habe einige potenziell Level 2er. Come on. Are you ready to rumble? Das ist nice. Will ich mehr? Guck mal, drei Stück noch. Juggernaut stands ready. Head for the quarry. Schade. Die sind so verlockend hier. Weil die den Unterschied auf jeden Fall machen. Und ich möchte so lange wie möglich dominieren können. Gegen den Assassin will ich unbedingt gewinnen, weil die im Late Game super gefährlich werden. Ein Juggernaut vielleicht noch? Das waren gute Rolls, da kann ich mich nicht beschweren. Juggernaut ist halt der Damage-Dealer gewesen. Jetzt ist es wahrscheinlich eher Huskar. Aber ich glaube, das sollte beständig genug sein für den KKKK. Zwei Snapfire. Okay, wir werden jetzt Economy wachsen lassen wieder. Runde 15, dann kommen wir auf 20 Gold. Das sollte passen. Natürlich wäre schön. Oh, jetzt hat er ihn. Das ist der, den er haben. Ach, das ist er gar nicht. Er hat ihn bekommen. Ah. Wen hat er hier drin? Razor. Okay. Die Eggs sind echt witzig, ne? Auch ein Razor. Aber er ist immer noch auf 1. Und der ist auf 5. Aber er hat ihn mit Level 2 reingepackt. Und der ist Level 3. Er hat einen Chen Level 2 auf jeden Fall. Das ist halt so oder so schon sehr strong. Level 3 kriegt den hoffentlich nicht mehr. Ach guck mal, der hat gar keine Winning Streak mehr. Verliert jetzt eh, okay. Nice, Runde 15, da kommen wir auf 20 Gold. 10er Winning Streak ist zum Greifen nah. Juggernaut. Oh. Ah. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll, weil ich gehe nicht auf die Level 3er. Also ich glaube, das ist useless. Was ich haben will, ist Kunkka und Doom auf Level 2. Und Level 10 gehen. Oh shit, Er hat 2. Snapfire 2.
Das muss ich halt jetzt machen, auch wenn die Orks halt weg sind. Wir rollen für Crown oder für Javelin oder für Ogre Axe. Dafür nicht. But it's fine. It's fine. Sollte ich lieber den Juggernaut statt dem Patch reinmachen? Maybe. Jeder hat 100 Health mehr. Das sind 600 Health in total. Oh. Okay, hat kein Dagon drauf. Der Wurf war ein bisschen suboptimal. Aber sollte reichen, ja. Aber ist knapp, wie man sieht, ne? Ha. Gen Level 2 hat er drauf, du. Er hat immer noch ein Razor Level 1 da drin. Ist das ärgerlich für ihn. Ja, mein Fokus sollte tatsächlich, der KG hat ihn auf Level 2 gelevelt, sollte jetzt tatsächlich auf Level abfliegen, damit wir die Kunkka-Doom-Geschichte bekommen. Denn wir müssen nicht die Legendaries hunten, also die sind halt nicht drin. Wir brauchen halt die Halodris hier. Junge, er macht mich. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Der kriegt seine 10 Gold. Aber wir konnten unsere Winning Streak recht lange aufrechterhalten. Es ist nach wie vor einfach katastrophal, dass wir den Juggernaut auf Level 1 haben. Auch den Mars auf Level 1 ist halt echt so ein bisschen, okay. Muss das sein? Crimson Guard. Drei Bücher, sechs Tangos. Ja, für Runde 20 wäre interessant, wenn er Second Chance bekommt. Er würde er auf jeden Fall nehmen wollen. Der ist jetzt raus. Hey, er hat seinen Razor auf Level 2. Oh, der hat einen Storm Spirit. Der wird gefährlich. Er hat zwar nur 4 Bücher, aber er hat 6 Tangos und selbst für Runde 30 Second Chance wäre es noch ausreichend, weil er halt auf 50 HP ist und ziemlich stark ist, auch wenn es nicht so aussieht. Da, guck.
Okay, wir haben Glück gehabt hier. Er benutzt sie direkt. Er hätte auch warten können, ne? Für die Runde. Immer noch ein Jugger Level 1 und Mars Level 1, du. Ja, bin ich echt gespannt. Wir würden Egg jetzt nehmen, weil ich glaube, dass wir nächste Runde einen Doom oder einen Cooker bekommen könnten. Reaper wäre auch okay. Reaper ist nicht drin. Okay, er hat sie nicht im Auswahl. Er könnte gamblen. Gambelt er? Oh, ah, okay, okay. Ich weiß nicht, ob er gegambelt hat. Das. All enemies fall at the whim. Eyes up and shields. Juggernaut stands ready. Damnation rises. Das. 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 Ich hätte Patch wechseln können. Der Disable ist aber ganz nice. Kommt er denn dazu? Sieht so aus. Naja. Er hat Enigma. Er hat tatsächlich Enigma. Aber er bewahrt sich die Tangos und die Bücher auf. Das ist halt das, was ich meine, ne? Das ist schon echt gut. Kann man nicht anders sagen. Er levelt ihn sogar, okay. Ja, schon nicht schlecht. Ich glaube, wir kriegen Doom auf Level 3, by the way. Just saying. Hier mit Knights und Trolls, sieht aber nicht so interessant aus. 7 von 9 Chaos Knight Egg. Level 3 Chaos Knight, weiß jetzt nicht, ob das den Unterschied macht, vor allem nicht, wenn er die Items nicht hat. Die Items, ja, ist okay, auf jeden Fall, aber da fehlt noch ein bisschen was. Gespannt. Immer noch 7 von 9. Shit. Immer noch 2 von 9. Wir schaffen es doch nicht. Wie gesagt, wir konzentrieren uns nicht auf die Level 3er. Für mich ist es jetzt erstmal wichtiger, einfach zu leveln. Bauen wir unsere Winning Streak wieder auf, falls wir es können. Und Doom, Kunker. Die werde ich übrigens alle kaufen, weil die auf Level 3 zu bekommen wäre möglich. Vor allem, wenn ich halt Level 10 gehen sollte. Und ich habe 88% Leben. Stehe noch ganz gut da. Economy ist optimal. Das war sehr praktisch jetzt. Oh. Er gewinnt jetzt gegen uns. Wir leveln auf.
Da haben wir unseren Doom Level 2 schon mal. Ein Level up für den neuen Warrior und unser neunter Warrior ist hier drin. Auch wenn wir Kunga natürlich lieber haben wollen, ne? Aber passt schon. Und ich kann sogar einfach alle Warrior raufstellen. Also Level 10 und einfach alle Warrior rauf. Die es halt aktuell im Spiel gibt gerade. Das wäre geil, seine Munitionsstück wegzunehmen. Stun war gut, aber leider nicht ausreichend. Patch Level 2 hätten wir, glaube ich, gewonnen. Oder halt ein Doom Level 2. Aber Runde 25. Runde 25 ist wieder gefährlich. Sind wir ganz ehrlich, der wird nicht kommen. Ist einfach so. Also auf Level 3 hätte ich ihn nicht mehr kriegen können. Maelstrom. Eigentlich will ich BKB. Kriegen wir aber nicht. It's fine. Ein Plate Mail noch. Den hätten wir. Ach nee, das stimmt gar nicht. Ich brauche Crown noch. Ich könnte einfach Level 9 pushen. Dann hätten wir sie. Dann könnte ich meine Winning Streak weiter ausleben. Sehr wahrscheinlich. Aber ich bin greedy. Ja, ich weiß nicht, ob das greedy ist. Ist das andere eher greedy? Level zu pushen, um seine Winning Streak aufrechterhalten zu können? Oder ist das greedy, weil man denkt, okay, vielleicht kämpfe ich jetzt noch gegen ein, zwei Leute, die ich besiegen kann und komme so auf meine Kosten? Nice. Das mit seinem Chaos Knight ist schwierig. Vor allem, weil er nicht, er weiß es nicht. Ich dachte, er hat immer noch Egg, aber er hat er nicht. Das heißt, er kann nicht mehr sein Egg leveln. Im besten Fall kämpfen wir jetzt gegen den auf unserem Feld. Oder gegen... Also gegen den wollen wir nicht kämpfen und ich glaube, wir werden gegen den kämpfen oder wir werden gegen den kämpfen, höchstwahrscheinlich. Aber da weiß ich auch nicht, ob die neuen Warrior helfen würden. Okay, wir machen das jetzt. Wir sind immer noch auf über 20 Gold. Und wenn wir gewinnen, wir kriegen ja 2 Gold nochmal extra für die Winning Streak. Also wenn wir die aufrechterhalten können, wäre das worth it. Wenn nicht, dann, ja, dann war es nicht so worth it. Okay, wir kämpfen tatsächlich gegen den. Da hätten wir es nicht machen müssen. Aber ist jetzt nicht schlimm. Zehner Winning Streak hier. Er hat 17 Bücher und 6 Tangos. Ich bin gespannt, ob er in Runde 30 es bekommen kann. Den Blade Mail auf ihm. Oh, ist nicht schlecht. Ich bin wirklich gespannt, ob Runde 30 er Second Chance bekommen kann, der andere Boy. Ah, er verliert.
Ich glaube, jetzt kaufen wir alles. Oh, der hat meinen Kunker. Jax. Er ist Level 9, hat 14 Gold. Ist die Frage, ob er Level 10 pusht mit seinen Büchern dann. 10 und 11 dann höchstwahrscheinlich. Wieso hat er immer noch seine beiden Bounty Hunter da? Sind das Glücksbringer oder was? Vor allem, er hat auch 6 Humans. Das ist schon sick. Wir kämpfen gegen ihn. Und wir kämpfen auch gegen ihn auf unserem Feld. Es wäre für mich wichtiger, auf seinem Feld zu gewinnen, als auf meinem. Weil wir kriegen mehr Gold und wir brechen seine Winning Streak und sein Gold. Und mein Doom macht hier einen großen Job, aber die stehen alle in der Disruptor-Ulti. Nice. Oh mein Gott, ist das nice. Wir haben zwar auch verloren, aber bei mir ist es mehr worth it, dass wir ihn besiegen. Wir sind auf 40 Gold gekommen, beide Winning Streaks gebrochen. Er kriegt kein extra Buch, weil nicht einer da steht. Das ist gut. Jetzt halt die Frage, ist es so, dass ich... Level 10 gehen will? Ist nicht einfach zu sagen, weil ich brauche keinen Legendary. Natürlich sind Legendary nicht schlecht und so, aber brauche ich denn einen? Ich glaube, es ist nicht schlecht, einen zu haben, ne? Das ist okay. Okay, der ist raus. Damnation rises. Krieg ich noch mal ein paar Drops hier. Bücher. Ich bin sehr gespannt, ob das... Eigentlich will ich das schon. Einfach nur, weil es halt mega satisfying ist, selbst bei anderen Leuten. Wäre halt schon übel unlucky, wenn er es nicht bekommen sollte. Halt da übel Anlage, wenn er das überhaupt nicht kriegen sollte, weil er nicht gewinnt. Er hat Second Chance. Macht das jetzt oder nicht? Er hat tatsächlich Second Chance. Und ich weiß nicht, ob er es gerollt hat oder so. Könnte ich mir fast vorstellen. Thanks. Braucher Schuhe? Nee. Thanks. Er hat sie benutzt. Er ist Level 12. Wow. Er ist einfach Level 12. Puh. Thanks. Okay, das ist nicht das Wahre hier. Thanks.
Ich gebe die Sachen erstmal dem Juggernaut. Wir leveln auf, weil ich auf Doom Level 3 will. Und wir bräuchten im schlechtesten Fall. Oder was heißt im schlechtesten Fall? Wir bräuchten halt 3 noch. Wir verlieren auch gegen den. Ah, nicht gegen den immerhin. Als wenn er verliert tatsächlich. Er hat Warlock, okay. Er verliert, aber. Er hat 84% Leben, weil er seine 6 Tangos benutzt hat. Er hat kein Geld. Das ist immerhin etwas. Ich level mal noch nicht. Es ist halt, er hat zwar kein Geld, aber er kriegt nach wie vor Bücher, ne? Level 13, wir wissen ja gar nicht, wie weit er mit Level 12 sogar ist. Wenn er gut getriggert hat mit seinen Büchern, dann ist er auch auf dem Weg auf Level, zu Level 13. Vier Warlocks, zweimal vier Warlocks. Ha. Huh. Ich meine, ist hier kein Zeus. Diese Shen-Geschichte ist super nervig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier probieren soll, ne, mit ihm. Ob ich ihn drin lassen soll. Ich habe nach wie vor nicht einen Kunker gesehen, ne? Das ist auch ein bisschen lächerlich. Das ist für mich noch besser hier, gegen den zu spielen als gegen die anderen beiden, wahrscheinlich. Ich muss meinen Doom umstellen. Ich könnte natürlich auch die Zentauren spielen, ich habe den schon die ganze Zeit gesehen, aber. Wobei, das ist. Mann, also der ist. Er ist Level 13. Er ist Level 13. Time to shove off. There he is, Juggernaut. Eyes up and shields front. Tusker, Brad Warden. Eyes up and shields front. Haben wir irgendwo hier noch einen Kunker? Oder, beziehungsweise Doom.
Ich wollte ja Doom noch. Spectre Level 2 mit Radiance. Das ist gar nicht so schlecht. Mit unseren beiden Doom. Super close. Vielleicht lässt es doch erstmal so. Aber wir können halt noch einen Warrior runternehmen. Damnation rises. Ein Doom wäre noch wichtig gewesen. Tiny runter, vielleicht den Kunker rauf. Keine Ahnung, warum ich den jetzt hier sammeln, da, ganz ehrlich. Zwei Doom brauchen wir. Hat er sich mein Doom geklaut? Und mein Doom gedoomt? War schon frech. Wir gewinnen? Hier nicht. Alter Schwede. Eyes up and shields front. Der ist einfach Level 14, Alter. Er hat auch nur noch 3 Humans. Langsam hat er keinen Bock mehr, sagt er. Er hat 4 Schamanen. Aha. Alter, das ist echt witzig, ey. Er ist einfach Level 14. Das war ein wichtiger Doom. Der gewinnt jetzt gegen uns. Eieiei. Sollte ich die beiden ver- Also wir kämpfen jetzt gegen ihn. Eine Menge Damage. 30 Damage. Puh, Runde 40. Wir haben noch einmal dodgen können. Nächste Runde müssen wir uns entscheiden, was wir tun. Ich krieg halt keinen Doom mehr. So, wir nehmen mal die Sachen runter. Keine Ahnung, in welche Richtung das gehen wird hier. Da ist noch ein Kunker. Enigma. Ich brauche einen Doom Level 3, ganz ehrlich.
Ich habe das dumpfe Gefühl, wir verlieren die Runde. Okay, er ist der Einzige mit dem Relikt. Mit Eck. Junge, übertreib. Step lively now. Your Admiral is on board. Ja, ne. Wir geben ihm Rape hier. Wir geben ihn einfach Rape hier. Wir kämpfen leider auch gegen ihn. Ne, gegen KKK. Okay. Das ist besser. Weil da haben wir eine Chance. Und vielleicht fliegt er ja gegen den anderen Boy raus. Maybe. Ist er auch. Okay, das war's leider. Keiner mehr. Thanks. Naja. GG. Mehr ist da nicht zu holen. Er ist Level 14. Eieiei. Ripperoni. Aber, Zweiter geworden, damit kann ich leben. Aber gegen Level 14, da komme ich leider nicht an. Lucky, dass wir halt gegen den KKK angetreten sind. Naja. Der Doom kann sich da auch auf Level 3 nicht durchmetzeln, glaube ich. Aber jetzt nicht schlecht. Aber das hat nicht gereicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.